So. Direkt erstmal. Ach ja, da war ja was. Da war ja was. Da war ja Polizei. So, ist hier eine Tanke irgendwo? Nein. Nein, da ist noch wieder Polizei. Achso, die haben mich ausgeschaltet. Ich dachte, ich hätte die ausgeschaltet. Ich hatte mich gerade so gefreut, dass ich keine Polizei kriege, weil ich ja so weit weg war von denen. Aber nein. Den Gefallen tun die mir nicht. Nein! Au! Das tat weh. Da hab ich was gesehen. Ich hoffe, ihr auch. So. Schon wieder der. Aber egal, erstmal eine Wechselstelle freigeschaltet. Das hätte ich gebrauchen können, gerade wenn ich ein bisschen weg von denen gewesen wäre, hätte ich die einfach auto nehmen können. Wäre meine Fahndungsstufe ja um einen gesunken. So. Zack. Oh, danke. Nett von euch, dass ihr mir Anschub gibt. Aber ich wollte eigentlich zu dem anderen Wagen da unten. Ich wollte meine Fahndungsstufe eigentlich senken und nicht erhöhen. Danke, liebe Polizei. Ihr macht wie immer alles richtig. Ihr sollt den Menschen helfen. Ihr sollt sich nicht aufregen. Okay, ich bin ein Raser in diesem Spiel hier, aber trotzdem. Könnt ihr euch ja wenigstens in der richtigen Moral anpassen, dass ihr den... Uiuiui. Genau. Genau. Wollte mich verarschen. Fahrstufe gestiegen. Oh, hier ist ein Lamborghini. Noch einer. Ich finde gerade echt nur Lamborghinis. Nein, ich wollte da oben drauf bleiben. Ich wollte da oben eigentlich... Holen. Weg, 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 weg. Ui! Geil! Wäre ich durchgekommen, wäre es geil gewesen. Das muss man ja zulassen. Wäre ich da durchgekommen, wäre es geil gewesen. So, jetzt ganz realistisch mal eine Treppe hochfahren. Sehr realistisch. So. Durch Sprünge kann ich die abhängen. So, und jetzt bräuchte ich hier irgendwo ein Auto. Oder einfach hier irgendwo rein. Okay, hier haben sie mich gefunden. Das war aber auch zu erwarten. Also jetzt hier weg. So, kurzes Getriebe Pro freigeschaltet. Hatte ich doch vorhin schon mal. Komm raus. Ein runter. Jetzt ein Auto. Ich brauche jetzt sofort ein Auto. Nein. Die Polizei hat mich nicht gesehen. Da war ein Auto, aber das war mir zu riskant. Bremst jetzt einfach. Na gut, die kriegen mich. Ich bin weg. Kriegen mich nicht mehr. Ich bin weg. Kann ich mich hier... Drum können diese Dinger hier wegzumachen. Okay. Dann bauen wir das doch ein, direkt. So. Jetzt noch das letzte Rennen. Mann, Mann. Wie weit ist das weg? 5,2 Kilometer. Ey! Wir haben mal eine Lieblingsfarbe bei dem Auto. Orange. So, noch eine kaputt. Oh, musste abbiegen. Na gut. Mach ich halt hier lang. Kann man hier hoch? Achso, das ist... Ach, sieh mal einer schon. Welche Arschlöcher. Man springt da die ganze Zeit hin und immer rauf. Und dann steht da ein Auto. Ne, das war keins. Das war ja aber mit dieser Paranoia. Das, oh, da muss ich hin. Ja, schön, dass ich geblitzt wurde. So, ich fahre jetzt einfach mal nicht allzu schnell. Obwohl, das ist ja langweilig. Hat ja nichts mit Need for Speed zu tun. Langsam fahren kann ich machen, wenn ich tot bin. In diesem Spiel also schon zu oft. So, ne, hier war ich schon. So. Einfach mal gucken. 200, man hört das Auto gar nicht. Ich muss hier ein bisschen schlängeln.
meine Lieblingskurven. Die von vorhin, sind das die? Nein. Wenn wir Gas geben, dann hört man den wieder. Glück gehabt, dass ich da noch gebremst habe. So, wir kommen wieder beim Ariel gleich. Jetzt einfach mal hier mit schönen Schmackes drüber. Und erst wieder hier hinten landen. Nein, habe ich natürlich nicht geschafft. Schade. Ich gern geschafft. So. Jetzt nicht allzu schnell sein, dass ich wieder früh genug abbremsen kann. Und halt die Kurve kriege. Weil ich mal geguckt habe, wie sie geht. Lalala, ihr entschuldigt mich. Was ist jetzt nur der Dreckhaufen? Das war nur der Dreckhaufen, den ich aus dem Augenwinkel gesehen habe. Und die und der Dreck daraus, das sah aus wie eine wie eine Stoßstange. So. Und dass ich hier gefunden habe. Hab eigentlich das Auto gefunden, was ich die ganze Zeit wissen wollte, was es ist. Das ist noch einer. So, das ist aber der Nissan. Ja, fahren wir trotzdem hier lang. Straße sind wir einige schneller als Offroad. So. Also den R8 haben wir schon. Da ist die Polizei, da hau ich mal lieber ab. Ach! Das Rennen, was ich eigentlich fahren wollte, als ich das letzte Mal diesen Sprint oder den anderen Rundkurs da unten gefahren bin. Genau, ein Rundkurs war es. Aber dann, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie abgehalten wurde. Nein, keine Übel. Boah, Wärmekamera. Was ist das denn für ein Auto vor mir? Land Rover, genau. Und nochmal Polizei. Oh ja. Herrlich, freue ich mich gleich schon wieder vor, der abzuhauen. Das war mehr als knapp und gekonnt. Gekonnt kann man nicht sagen, aber das war mehr als knapp. Es sah gekonnt aus. Hilfe. Oh, cool. Yay. Meine Lieblingsstelle von dem einen Blacklist-Rennen. Ah, ne, doch nicht. Da kommt hier sofort wieder raus. Ach, man muss jetzt durch den Tunnel fahren. C4, Verstärkung, was? Ah! Keine C4, bitte nicht. Ach Quatsch, ich verlasse doch nicht die Straße. Es wäre ja zu einfach euch gegenüber. Und wenn man gerade die ganze Zeit auf Rennen auf schwer gefahren ist, bevor die Polizei abgehauen ist, dann ist hier so ein Rennen auf mittel oder auf leicht. Nein! Dann ist hier ein Rennen auf mittel. Ja, wirklich. Einfach wie sonst was. Selbst ich bin gerade voll an dem Punkt vorbeigefahren. Davor ist immer noch das Ziel. Ah, hier in diesem Turm. Da bin ich die ganze Zeit gedriftet. Da habe ich alles freigeschaltet. Das war eigentlich sehr wunderbar. Und jetzt fehlen mir 140 Punkte. Und die werde ich jetzt kriegen. Weil ich möchte nichts einbauen. Die werde ich jetzt kriegen. Weil ich ja vor der Polizei noch abhauen muss, da kriege ich ja noch für die Verfolgung was. So, tschüss. Aber da bist du wieder. Ey, hab ich den nicht kaputt gemacht? Ich würde sagen, ich hätte ihn kaputt gemacht. So. Ah, ich muss weg, bevor ich Warnungsstufe 3 kriege hier wieder. Ach, guck mal, ein Streifenschein. Wo hätten steht da jetzt ausgeschaltet gestanden, wäre mit dem Spiel irgendwas falsch gewesen. Da ist schon wieder der. Jetzt habe ich den erst einmal. Jetzt habe ich den einmal gefunden. Jetzt will ich ihn immer wieder. Und dass ich hier gerade lang fahre, ist suboptimal. Aber hier ist zum Beispiel sowas kaputt. Vielleicht kann ich mich auch hier einfach. Ach. Fuck, fuck, fuck. Nein, 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 nein. Da ist doch eine Tanke. Ich muss mir jetzt einfacher. So, tschüss. Fertig. Und das nächste Most Wanted-Rennen ist sogar verfügbar. Ja. Nagelbänder mit den Treffen, damit ich neue davon bekomme. Genau. Nicht. Langes Getriebe. Gib mal eine Beschleunigung in den Wicken. Ja. Will ich auch nicht. Wagen. BAC. Okay, kein Gewicht.
Gelände noch untauglicher, noch weniger robust, weniger Höchstgeschwindigkeit. Nein, den nehme ich nicht. Ich fahr jetzt mit dem. Was hab ich noch? Achso, den Tesla. Den Tesla? Ich habe das Elektroauto vorgeschaltet. Yay! Aber mir Wumpe. Was jetzt für mich zählt, ist die Blacklist Nummer. Schon wieder vergessen. Blacklist Nummer 4. Dann machen wir uns direkt auf den Weg dahin. Ah, schon den Spoiler zu bremsen benutzt. Blacklist Nummer 4. Wunderbar. Wunderbar. TTF ist für was? Ich mag diesen Jingle nicht bei uns aus dem Radio. So. Da lächelt mich doch ein Auto an. Zack, noch eine Wechselstelle. Bald habe ich sie alle. 54, 123. Noch nicht die Hälfte. Es gibt auch keine Hälfte. Egal. Aber ich habe wenigstens schon mal. So, Moss. Lamborghini Aventador. Okay. Das heißt dann, schön nach dem Rennen. Oh. Schönes Auto. Das heißt gleich nach dem Rennen. Wieder Polizei abhauen, das Auto kaputt machen. Am besten erst das Auto kaputt machen und dann abhauen. Da ist er doch schon. Ich könnte ihn auch jetzt schon einmal kaputt machen. Bringt nur nichts. Und schon Stufe 5. Jetzt wird's aber langsam wild von euch, Polizei. So, tschüss. 8 Kilometer nur. Was ist das nur? Das ist viele. Alter! Nicht so hart auf die Bremse hauen. Kollege. Oh, Polizei gibt also schon so viel. So. Eine Straßenspur gefahren. Habt ihr mir jetzt auch einfach mitgemacht. Ist da ein Nagelband bei? Ah! Ja. Gut, dass ich noch gesagt habe, wer fährt, ist denn so doof und fährt durch Nagelbänder. Dann kann ich neu starten, wenn er jetzt nicht innerhalb von kürzester Zeit der noch durch eins fährt oder eine Tankstelle kommt. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich kann mit dem mithalten, mit kaputten Reifen. Ist das peinlich oder peinlich? Ich fahre mit hohem Tempo weiter. Hohem Tempo, 160, genau. Wir probieren es jetzt einfach. Und hoffen auf die nächste, dass die jetzt in kürzester Zeit kommt. Er springt da so halb schräg hoch. Könnte er sich nicht kaputt machen damit? 200 ist das höchste der Gefühle momentan. Und hier kommt einfach keine Tankstelle. Ja, Q3 fährt wie ein Verrückter. Fährt denn so einer mit keine Reifen mehr? Könnt ihr nicht mal auf den gehen und mich in Ruhe lassen? Mich habt ihr doch schon. Ja, mit kaputten Reifen Offroad fahren, das Beste, was ich machen kann. Muss ich zugeben. Kann fliegen mit kaputten Reifen. So. Der wird jetzt wahrscheinlich Kilometer Vorsprung haben. Da vorne kommt die Tanke. Ungefähr 10 Tage zu spät. Und ich fahre noch nebenher. Gut. Ich weiß, was ich tun werde. Ich werde neu starten. Und dem einen Nagelband einfach ausweichen.